Normalerweise ist der erste Tipp, wenn dein Hund plötzlich aggressiv reagiert oder sogar beißt, dass du einen gründlichen Tierarztcheck machen lässt. Und das wäre auch immer mein erster Tipp. Aber es kann ja sein, dass dein Hund körperlich vollkommen okay ist und trotzdem plötzlich Aggression zeigt. Und genau das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Warum passiert das und was für erste Schritte du machen kannst, damit du wieder Entspannung in die Beziehung mit deinem Hund bringst und ihr als Team zu arbeiten anfangen könnt. Der häufigste Grund für plötzlich auftretende Aggression ist, dass Warnsignale ignoriert wurden. Also der Hund hat gelernt, dass wann immer er beschwichtigt oder droht, dass das nichts bringt. Also es macht ihm die Situation nicht leichter, er wird vielleicht sogar bestraft dafür und deswegen hört er dann damit auf. Also zum Beispiel, der Hund wird gebürstet, obwohl er versucht, den Kopf wegzudrehen, die Augen zumacht, über die Nase schlägt, versucht wegzugehen. All diese Sachen funktioniert nicht, also schnappt er hin. Und das funktioniert dann. Und das muss gar nicht dein Fehler sein. Das kann auch sein, dass der Hund das schon gelernt hat, bevor er überhaupt bei dir einzogen ist. Also sprich, dein Hund hat gelernt, wenn er in seiner hündischen, sanften und sehr subtilen Art kommuniziert, bringt ihm das nichts. Er muss sehr deutlich werden. Und dann sind wir im Beißen und vielleicht sogar im stärker und stärker und stärkeren Beißen. Also es wird immer intensiver, je weniger Erfolg der Hund damit hat. Es kann auch sein, dass dein Hund einfach nie in dieser Situation war. Also zum Beispiel, du gehst mit deinem Hund spazieren, plötzlich schießt als unangeleinter Hund an einen Gartenzaun, fängt an zu randalieren und dein Hund erschreckt sich so derartig, dass er überreagiert und sich vielleicht umdreht und in irgendwas reinbeißt, was halt gerade da ist. Auch das kann passieren. Also diese Schrecksituationen können eine Überreaktion beim Hund auslösen. Oder es passiert sowas, das nennt sich Trigger Stacking. Also dein Hund findet sich in Situation nach Situation nach Situation nach Situation, also eine schwierige Situation nach der anderen und er kann sich dazwischen nicht erholen, er kann dazwischen nicht runterkommen, er kann das nicht verarbeiten, sondern es kommt eins nach dem anderen. Und wir kennen das selber, ne? Wenn wir gestresst sind und wir verschütten den Kaffee, dann stehen wir im Stau, dann schneidet uns einer, dann kommt der Aufzug nicht und so weiter und so fort. Und irgendwann sind wir immer gereizter und gereizter und können nicht mehr mit dem umgehen, was wir normalerweise einfach wegstecken. Und genau dasselbe passiert mit unseren Hunden. Also wenn du merkst, dass dein Hund immer aufgeregter wird, schau, dass du wieder eine Pause reinbringst. Schau dir an, was ist für deinen Hund schwierig, welche Situationen sind das und wie kannst du ihm danach eine Pause gönnen, sodass er das verarbeiten kann und sich dazwischen erholen kann. Und dann kannst du dir anschauen, generell, wie war die Situation, wo dein Hund aggressiv reagiert hat. Also was genau ist da passiert? Und dann baust du Management ein. Das ist der erste Schritt, wenn es ins Training geht. Der erste Schritt, um wieder ein bisschen eine Durchatmezeit reinzubringen, ein bisschen Entspannung reinzubringen. Management ist nicht unbedingt Training, aber es ist wahnsinnig hilfreich fürs Training. Und zu Management gehört alles von Maulkorb über Barrieren, über Strecken oder sogar ganze Areale vermeiden. Das ist vielleicht keine Langzeitlösung. Ja? Für manche ist es das, für manche nicht. Es geht einfach darum, die Aggression nicht weiter zu üben, sondern einfach mal eine Pause zu machen, durchzuatmen und dem Hund die Zeit zu geben, was anderes zu lernen. Also wir brauchen ja für unsere Hunde eine Strategie, wie sie mit schwierigen Situationen umgehen können. Das kann heißen, du bürstest deinen Hund jetzt mal für eine gewisse Zeit nicht, bis er gelernt hat, freiwillig mitzumachen und dass das nicht dramatisch ist. Es kann auch heißen, du ladest jetzt mal keinen Besuch ein, bis dein Hund gelernt hat, was er bei Besuch überhaupt machen soll. Es kann auch sein, dass du die Strecke, wo dir der andere Hund gegen den Gartenzaun knallt, erstmal nicht gehst oder dass du deine Nachbarschaft erstmal vermeidest und mit deinem Hund wo spazieren gehst, wo es wirklich entspannt ist und wo ihr dann die Dinge üben könnt, die ihr dann in der Situation braucht. Und dann kann ich die Situationen wieder gezielt suchen. Allerdings ist mir auch klar, dass das total überfordernd sein kann. Es kann total gruselig sein, mit einem Hund zusammenzuleben, der Aggression zeigt.
Und genau deswegen ist es viel einfacher, das gemeinsam zu machen. Also wenn du das nicht alleine ausprobieren willst, schau in die Beschreibung. Da ist ein Link zum kostenfreien Fahrgespräch. Wir schauen, wie ich dir helfen kann. Und wenn du wissen willst, wie so eine Pause vor allem bei Leinenpöbeln ausschauen kann, schau hier.